Wir kommen zu einem Gewinngott. Johannes Zagel aus Nürnberg. Der hat keinen Job, braucht aber auch keinen. Er verdient seinen Lebensunterhalt tatsächlich mit Gewinnspielen. Der ist einfach ein Gewinner. Ist unfassbar. Und was war heute in der Post? Ah, Superheldenfiguren kann man immer brauchen. Dabei ist Johannes Zagel selber auch einer. Er ist der Gewinnspiel-Superman. Der 30-Jährige ernährt sich sozusagen von Preisausschreiben. So an sich bräuchte ich keinen Job und kein Geld. Ich könnte nur von den Gewinnen leben und den Gutscheinen und mir davon alles kaufen. Aber mach halt hin und wieder Jobs einfach nur so aus Spaß. 2010 versucht Johannes zum ersten Mal sein Glück bei einem Gewinnspiel im Internet und räumt sofort ganz groß ab. Diese Erfahrung gibt seinem Leben einen ganz neuen Sinn. Als ich Informatik studiert habe und dann plötzlich davon erfahren habe, dass ich eine Reise nach Australien gewonnen habe und ich mit meinem Informatikstudium nicht so ganz zufrieden war, habe ich mir gesagt, okay, die muss ich jetzt auf jeden Fall machen, habe alles hingeschmissen, bin ein Jahr nach Australien gegangen und wollte das einfach so weiterleben. Mit Gewinnen meine Urlaube bekommen, mein Leben finanzieren. Und das macht einfach viel mehr Spaß, als wenn man irgendwas macht, was einem keinen Spaß macht. Traumberuf Gewinnspielzocker. Man muss nur ein bisschen durch die sozialen Netze surfen, um nach neuen Preisausschreiben zu suchen. Ein garantiert stressfreier Job. Am normalen Tag mache ich so ungefähr eine halbe Stunde maximal an Gewinnspielen mit 30 Gewinnspiele vielleicht am Tag. Und ich werde natürlich auch immer schneller mit dem Ausfüllen, das ist klar mit der Zeit. Während der Weihnachtszeit nehme ich an bis zu 1000 Gewinnspielen teil. Aber ich kann auch über 500 Zeichen pro Minute tippen, also das ist kein Problem. Bei Johannes ist fast täglich Bescherung. Er hat schon über 400 Gewinne abgestaubt. Vom Kuli über Hotelgutscheine bis zum Flachbildfernseher. Seine Wohnung ist inzwischen eher ein Warenhaus und es hört und hört nicht auf. Zum einen habe ich hier ein paar Tablets, die ich gewonnen habe. Fotostative, die auch immer ganz nützlich sind. Gutscheine jede Menge. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen für einen Europapark für 4 Erwachsene, der über 300 Euro wert ist mit Eintritt in den Europapark. Kinogutscheine habe ich haufenweise. T-Shirts, Hosen, Handys, Smartphones. Ein Berufsrisiko gibt's aber doch. Johannes muss bei jedem Gewinnspiel Name, Adresse, Telefon und E-Mail angeben und bekommt damit natürlich tonnenweise Werbung. Anfangs wurde ich regelmäßig angerufen von irgendwelchen Verbrechern, die meine Kontodaten haben wollten oder irgendwelche Geschichten und versucht haben, irgendwie an meine Kontodaten ranzukommen, aber wenn man da ein bisschen sich auskennt, ist es eigentlich kein Problem, die abzuwimmeln. Johannes Tipp, wenn sich zweifelhafte Firmen telefonisch melden und etwa erzählen, dass man durch die Teilnahme am Glücksspiel ein Abo einer Zeitschrift abgeschlossen habe, einfach auflegen. Bis heute hat der Berufsglückspilz schon Preise im fünfstelligen Eurowert gewonnen. Er sagt, wer öfter spielt, räumt öfter ab. Nur auf einen großen Treffer wartet er bislang vergeblich. Es gibt den Spruch, Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Ich habe keine Freundin bis jetzt, aber ich denke, alles zu seiner Zeit. Wenn ich meiner Traumfrau begegnen würde, würde ich auch ohne mit den Wimpern zu zucken mit den Gewinnspielen aufhören, wenn es sie stört. Das ist doch mal ein Angebot. Es gucken hier ja sicher auch ein paar einsame weibliche Herzen zu. Aber bis das Liebesglück an die Tür klopft, wird gnadenlos weitergezockt. Johannes Zagel, ein Leben auf der Gewinnerseite.